Willkommen auf Review Entertainment. Ich bin Leo Wolfwan und heute möchte ich euch Yin Yang Master vorstellen. Oder The Yin Yang Master. Wie ihr sehen könnt, die DVD-Hülle. Hier oben prangt schon so ein kleiner Button und zwar der Cinemagic Asia. Bezeichnet Kinohits aus Asien. Also überall wohl dieser, sag ich mal, Button hier drauf ist, kann man eigentlich schon mit rechnen, dass ein guter Film drin ist. Auch in diesem Fall ist es genau so. Kommen wir einfach mal ohne Umschweife und großer Pause mal gleich zur DVD-Hülle und so. Normale DVD-Hülle, nichts Special, nichts braucht auch der Film meiner Meinung nach nicht. Sehr schick, obwohl es, sag ich mal, im ersten Moment simpel aussieht, ist das, ich hoffe, man sieht so halbwegs, in diesen kleinen, also auf der DVD, unheimlich viele Schriftzeichen drauf sind und sehr gut designt ist. Also das gefällt mir sehr gut. Wie ihr sehen könnt, ein blauer FSK, ein blaues FSK-Siegel heißt ab 16. Vorne habt ihr das halt nicht gesehen, heißt ein bisschen ältere DVD. Das FSK-Siegel versteckt sich hinten nochmal. Also, fangen wir mal heute von hinten nach vorne. Von hinten an. Wir haben FSK halt wie gesagt ab 16. Ländercode 2. Die Laufzeit ist circa 112 Minuten. Dann haben wir jetzt Specials halt den Original-Trailer. Nicht viel, aber es reicht. Tonformat haben wir halt Dolby Digital 5.1 und 2.0. Je halt Deutsch und Japanisch. Untertitel dann halt im Deutsch und wir haben Widescreen als Bildformat. Und das ist eigentlich schon so alles, was es so als Formate und Specials gibt. Rauskammer, soweit ich weiß, 2004. Oder zumindest sind da die Rechte. Ich mache es wieder in der Infobox, da könnt ihr gleich sehen, wann alles genau passiert ist. So, Yin Yang Master. Yin Yang Master nennen sich in diesem Film halt die Menschen, die zwischen der Menschenwelt und der Welt der Dämonen, sag ich mal, vermitteln. Und zwar können halt die Yin Yang Master mit Dämonen sprechen, sie auch, wenn es sein muss, bekämpfen, wenn es böse Dämonen sind. Es gibt halt böse Dämonen, gute Dämonen. Und das Ganze spielt in einem mystischen Japan des Mittelalters. Also es ist sehr schön eigentlich. Die Kostüme sind toll, also diese ganze Atmosphäre stimmt. Die Dämonen sind toll, also es ist wirklich sehr schön. Die Story an sich ist wirklich toll. Und es gefällt mir wirklich, wie das alles, sag ich mal, inszeniert wurde. Wie gesagt, es ist halt ein Meisterwerk, so ein bisschen aus Japan, würde ich so einfach mal so sagen. Gut, das Einzige, was ich jetzt nicht unterstreichen möchte, ist hier Japans Antwort auf Herr der Ringe. Weiß ich nicht, ist hier so ein Schrieb von einer Videowoche. Weiß ich jetzt persönlich nicht, finde ich jetzt nicht so. Für mich ist es wirklich sehr angenehm zu sehen. Also der Film macht Spaß. Es kommen keine übertriebenen Kampfszenen vor. Es ist eher so diese Handlung. Dämonen gegen Menschen, wobei die Dämonen nicht immer böse sind. Es wird erklärt zum Beispiel, dass wenn ein Mensch, sag ich mal, unglücklich liebt und sich denn vor Kummer umbringt, er zu einem Dämon wird. Also dass Liebe einen Menschen zum Dämon, aber auch zum Heiligen machen kann. Also es geht um Liebe, um halt gut, böse, meist halt in einer Person, also heißt. Nur weil derjenige, sag ich mal, zum Dämon wird, heißt es nicht, dass er böse ist. Hört sich ein bisschen verwirrend an, aber ich sage einfach mal, guckt euch diesen Film an. Er hat es wirklich verdient. Das einzige kleine Manko, was er hat, zumindest in meiner Version, ich weiß nicht, wenn es allgemein ist, ist, dass teilweise der Ton meiner Meinung nach auf einmal leiser wird. Also man hat zum Beispiel bestimmte, ja, sag ich mal, Szenen, wo sie ganze Zeit normal sprechen und auf einmal sackt der Ton rund weg. So ein bisschen, er wird leiser, ein bisschen unverständlicher, man macht ein bisschen lauter,
Das bleibt dann so und dann hat man ab und zu wieder das Gefühl, dass es das nochmal passiert und man muss ab und zu anpassen den Ton. Weiß ich nicht, warum, woran das liegt, ist aber wirklich das Einzige, was diesen Film einen, ja, so einen kleinen gemeinen Nachgeschmack gibt. Die Sache mit dem Ton. Die Story finde ich top und wirklich die Kostüme, diese ganzen Effekte. Es ist nicht übertrieben, es wurde nicht massig Effekte eingebaut, es ist haargenau so richtig schön abgestimmt. Alles in allem kriegt er von mir 9 von 10 Punkten. Und damit wirklich ein Top-Film zu empfehlen, guckt ihn euch an, wenn er halt auf Asia-Filme steht, halt auf japanische Filme. Macht wirklich Spaß, dieser Film. Und wenn ihr ihn günstig kriegt, dann auf jeden Fall kauft ihn euch und habt Spaß damit. So, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video diesmal gefallen, mit weniger Pausen in meinen Sätzen. Ich sage Tschüss, bis dann.